Hallo und herzlich willkommen zu Trick 17, dem Podcast mit den 1000 Ideen. Wie immer mit Ben. Hallo und mit Kai. Hallo. Mein Gott, geht das dynamisch los. Ja, ist ja auch früh am Abend. Ja, ist ja auch erst 8:30 und eigentlich schlafe ich schon. Aber das hält uns nicht davon ab, Folge 26 aufzunehmen. Die Frage, die ich mir schon gerade gestellt habe und mir jedes Mal stelle, wenn ich unseren tollen Slogan sehe, ein Podcast, 1000 Ideen, hatten wir, glaube ich, am ersten Tag, als wir uns das ausgedacht haben, und dachten, oh, was Besseres fällt uns nicht ein. Hören wir eigentlich auf, wenn wir 1000 Ideen veröffentlicht haben? Da sind wir doch schon längst, oder? Nee, warte mal, hier, Rechner. 1000 geteilt durch 17 macht 58,8 Folgen. Okay. Ja. Haben wir noch ein bisschen vor uns. Aber wir haben ja auch in einigen Folgen schon ungefähr 50 Hacks oder sowas verbraten. Das zieht's natürlich wieder ab. Aber die 50er-Marke sollten wir auf jeden Fall knacken, bevor wir uns Gedanken darüber machen, aufzuhören. Ja, können wir ja machen. Ist ja noch ein bisschen hin, ne? Das sind ja noch ein paar Jahre. Aber ich bin guter Dinge, dass wir zumindest Folge 26 heute schaffen. Da sind wir ja auf dem besten Wege hin. Und ja, der alten Tradition folgend, die auf großen Steintafeln eingemeißelt auf unserer Mondbasis am Eingang gleich sind, fangen wir jetzt an mit dem Feedback zur letzten Folge. Ja, dann erzähl doch mal, was wurde denn gefeedbackt? Wir haben im Blog Kommentare, da war eine Rückmeldung von Daniela, die in einem anderen Podcast gehört hat, dass diese Geschichte mit dem Funkschlüssel, die wir in der letzten Folge hatten, den man sich an den Kopf halten sollte und das Signal dadurch verstärkt wurde, dass das wohl ein Hoax war. Und zwar führt sie da einen Skeptiker-Podcast an, wo die guten Menschen sich da wohl auch intensiver, auch mit einer Versuchsreihe dann diesem Hack gewidmet haben und sind dann wohl zu dem Schluss gekommen, dass die sowohl der Winkel als auch eher die Höhe, in der man den Schlüssel hält, eine Rolle spielt und nicht irgendwelche Flüssigkeiten im Kopf, die da noch was verstärken. Von daher, sie sagt, da schreibt dann noch weiter, dass sie das nicht selber nicht ausprobieren konnte, weil sie so einen Autoschlüssel nicht hat. Aber dass, so wie du es auch gesagt hast, sie das bei nächster Gelegenheit dann mal ausprobieren wollte, ob es jetzt mit oder ohne Kopf geht oder im schlimmsten Fall hätten wir jetzt Blödsinn erzählt, das wäre für uns ja jetzt nicht ungewöhnlich, aber dann müsste den Schlüssel einfach nur hochheben, dann sieht's auch nicht so dämlich aus, dann kann es sein, dass es auch schon funktioniert. Testet das doch mal aus. Ja, und lasst es uns auch nochmal wissen, wir sind da auch gern, auch wenn es natürlich dann nicht wissenschaftlich fundiert eine Studie ist, aber trotzdem daran interessiert, ob es bei euch einen Effekt gegeben hat oder auch nicht. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, es zu testen, aber im besten Fall haben wir trotzdem gemacht, dass viele Leute sich Autoschlüssel an die Rüben halten. Das ist ja auch schon viel wert. Also überall in Deutschland. Also so viel vielleicht dazu. Dann hat uns noch im Blog die Friederike geschrieben, die hat tatsächlich auch den Trick mit dem Faden verwendet zum Flaschenvasen bauen, also das mit dem Abbrennen, und sie sagt, sie hat sehr viele Versuche gebraucht, hatte dann aber am Ende wohl so viel Vasen, wie sie wollte, sie hat es, glaube ich, als Geschenk irgendwie gehabt, würde das aber auch nicht mehr machen. Also es war wohl ein ziemlicher Krampf und die Erfolgsquote so 50-50, was ja so rückblickend aus meiner Erfahrung schon eine ganz gute Quote ist. Aber sie hatte da eben das Durchhaltevermögen und hat dann wohl ganz schicke Vasen hinbekommen. Genau, also eigentlich genau das, was wir auch gesagt haben. Es ist nicht erfolgsversprechend, es ist grundsätzlich möglich. Und ich denke, wenn man vorsichtig genug ist und sich nicht da versucht, am Glas zu schneiden oder auch versehentlich das tut, ist das ein schönes Wochenendprojekt. Da kriegt man vielleicht auch mal ein, zwei schöne Flaschen raus. Reicht ja auch, wenn man das einmal hinbekommen hat. Das ist ja wunderschön. Aber man darf nicht glauben, dass es am ersten Anlauf funktioniert. Mhm. Und wo wir bei dem Thema gerade sind, hat der Olaf dann noch geschrieben, wir hatten ja dann noch die Version mit dem Glasschneider. Da hatte ich ja noch nicht so eine richtig kluge Idee, wie ich das anstelle, dass die Flasche an einer Höhe, auf einer Höhe sozusagen eingeritzt wird. Und er hat dann vorgeschlagen, und es klingt auch so, als ob er das schon selbst gemacht hat, einfach den Glasschneider waagerecht auf einen Holzklotz zu legen und gut festzuhalten und dann eben die Flasche einmal 360 Grad daran herumdrehen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, nicht den Glasschneider zu drehen, weil dann kommt man sowieso nicht gerade am Ende an, sondern den fest einzuspannen und die Flasche einfach mit beiden Händen gerade auf dem Glasschneider zu drehen. Genau. Das ist ein guter Ansatz, ja.
Außerdem haben wir E-Mails bekommen von euch. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch an der nächsten Sendung zu beteiligen, wenn ihr eine E-Mail schreibt an info@trick17-podcast.de. Das haben auch getan die Martina, der Tobi und der Michael. Die haben uns E-Mails mit Hacks geschickt und wie es auch unserer Tradition gebührt, haben wir diese Hacks schon in der Folge versteckt, werden das an der entsprechenden Stelle nochmal erwähnen und werden sie heute gleich vorstellen und besprechen. Alles sehr schöne Ideen. Ja. Wie ich finde. Ich auch. Dann sei es das zum Feedback, es sei denn, du sagst noch, stopp, ich wollte noch dringend Dinge sagen. Weiter, ich will jetzt Dinge sagen. Gut, wir fangen an mit der ersten Kategorie. Technik. Und in der ersten Kategorie Technik gibt es heute, ich muss gerade mal schauen, wie viele haben wir denn? 5? 6? 6 sogar, ne? Ja. Boah, Mensch. Techniklastige Sendung. Ganz egal. Gibt es heute wieder kleine Tools und Tricks und Kniffe, die ich zum Teil auch schon in meinem Alltag verwende und als sehr praktisch empfinde. Das erste ist das kleine Tool Window Grid. Das ist ein kleines Windows-Tool, das kann man sich installieren, das oder muss man auch nicht installieren. Das gibt's auch als portable Version. Das läuft immer im Hintergrund mit und ermöglicht es, Fensteranordnungen zu optimieren. Seit einigen Windows-Versionen gibt es hier die Möglichkeit, ein Fenster, das ich irgendwie anordnen möchte, entweder nach oben an den Bildschirmrand zu ziehen, dann wird es maximiert, oder ich kann es nach links oder nach rechts ziehen, dann wird's, ist es immer genau eine Hälfte vom Bildschirm und auf der anderen Hälfte kann man dann was anderes anordnen. Window Grid ist aber noch ein Stückchen cooler und das nutze ich auch, das habe ich auf meinem Arbeitslaptop und das nutze ich ganz fleißig, weil man da mehrere Monitore hat und wenn man mehrere hat, ist es schon schwierig, zumindest per Maus, ein Fenster dann an die Seite zu heften, wo es dann zum nächsten Monitor rübergeht. Mit Window Grid geht das aber. Ja, ich weiß, mit Windows-Pfeiltaste kann man die Fenster auch entsprechend links oder rechts positionieren, dann funktioniert das auch. Aber kommen wir zu Window Grid. Das macht sich nämlich im Hintergrund kaum bemerkbar, aber trotzdem kann ich ein Fenster, wenn ich es ziehe, per linker Maustaste ja ganz normal gedrückt halten und kann dann das Fenster hin und her bewegen. Und die rechte Maustaste ist ja eigentlich tot, hat keine Funktion. Kann man mal probieren, kann man klicken, passiert überhaupt nichts. Window Grid aktiviert jetzt diese rechte Maustaste. Das heißt, ich kann ein Fenster ziehen, ganz normal, und dann dabei die linke Maustaste ja gedrückt halten und dann drücke ich einfach die rechte Maustaste. Und solange ich beide Maustasten gedrückt halte, erscheint ein Gitter, ein Raster auf dem Desktop. Das kann ich mir konfigurieren, wie viele Kästchen das denn sein sollen. Ich glaube, das sind 12x6 Kästchen. Und ich kann dann, solange ich beide Maustasten gedrückt halte, ein Feld dieses Rasters auswählen. Zum Beispiel das Feld oben links oder ein Feld in der Mitte oder ein Feld ganz in der Mitte oder ein Feld ja ganz rechts. Und dann lasse ich die rechte Maustaste wieder los, habe die linke weiterhin gedrückt und ziehe dann die Größe des Fensters über mehrere Raster. Also entweder über den halben Monitor oder nur über die obere Reihe. Und dann lasse ich die linke Maustaste los und das Fenster ist genau in der Größe dann angezeigt, wie ich das Raster vorher gewählt habe. Das heißt, da kann man dann nicht nur links und rechts sich die Fenster anordnen, sondern auch beispielsweise ein Fenster 2/3 des Bildschirms füllen lassen und dann einfach mit dem gleichen Trick linke Maustaste drücken, Fenster ziehen, rechte Maustaste gedrückt halten, an die Stelle gehen, wo ich das Fenster haben möchte, rechts loslassen, die Größe des Fensters wählen. Klingt jetzt ziemlich kompliziert. Also es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man es mal per Bild gesehen hat. Und die Leute von Window Grid haben auch auf der Webseite ein GIF oder ein GIF oder ein Jive, wie heißt es denn? GIF, sage ich immer. Ein Animated GIF, ne, wo sie zeigen. Animated GIF, genau. Ja. Veröffentlicht und da sieht man auch ganz genau dann Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Und es ist wirklich richtig cool. Mhm. Klingt also praktisch. Das schaut in die Shownotes, da ist der Link zu Window Grid, werden wir verlinken, probiert das aus. Ist aber ein Windows-Tool. Ich weiß nicht, wieder der Aufruf an die Hörer, wenn es sowas auch für Mac gibt oder wenn das schon wieder so kann, ohne ein Tool, weiß ich nicht, dann lasst uns das wissen. Ich hab keins. Ich weiß das nicht. Gut. Hast du es auch mal ausprobiert? Oder? Ich hab mir dieses GIF angeschaut und ich hab ja... Das ist ja schon der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, genau. Aber ich hab ja hier an meinem Arbeitstisch, hab ich ja einen Mac stehen, und ich habe zwar auch noch einen Windows-Rechner, aber den benutze ich nur irgendwie zum Filme gucken und so. So. Hat das noch eine Maus, das Mac, oder funktioniert das schon per Augenbewegung, oder? Der Mac, der liest einfach meine Gedanken und ja. Tut dann Dinge. Das ist ja auch schön. Das ist auch schön. Wir machen jetzt aber ganz unauffällig mit dem zweiten Hack weiter. Nämlich, du kennst das wahrscheinlich nicht, Ben, weil du ja ein sehr koordinierter, organisierter und disziplinierter Mensch bist, aber... Absolut, absolut. Vielleicht können das ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, einige unserer Hörer vielleicht auch, dass man so Dinge vor sich herschiebt oder manche Aufgaben auch vielleicht irgendwie aus den Augen verliert, weil man so viele hat
Und da hat uns der Michael ein ganz lustiges Tool empfohlen. Das ist ein Online-Tool, das über den Webbrowser funktioniert und nennt sich Habitica und ist im Grunde eine Mischung aus einem Rollenspiel und einem Organisationstool. Da muss man einen Account anlegen, kann das aber, glaube ich, auch über ein womit habe ich mich da jetzt angemeldet? Entweder Twitter oder Google Account, wie auch immer. Wenn man dann da drin ist, kann man sich so einen kleinen Avatar, so ein Mannequin oder ein kleines Mädchen gestalten. Und wie das so ist, dann Frisuren und lustige Bärte oder Zöpfe oder was auch immer da dran definieren. Und dann kommt man zu einer Oberfläche mit einem Energiebalken, also einer Gesundheitsanzeige. Und ich glaube, das andere ist Erfahrung. Ja, Erfahrung. Und das Ganze läuft dann so, dass ihr euch selbst Aufgaben stellt. Im ersten Kasten könnt ihr den dann anlegen und den hinzufügen. Zum Beispiel, also es werden auch dann Dinge vorgeschlagen, wie mehr die Treppe zu nehmen, weniger den Aufzug zu verwenden, so Fitnesssachen oder weniger Junkfood essen. Und dann kann man das entweder verschieben auf To-Do, auf eine pauschale To-Do-Liste oder auf tägliche Aufgaben, wenn man also eine wiederkehrende Aufgabe hat, dann dorthin. Und im Grunde, wenn man das Ganze dann erledigt hat, hakt man die Sache ab und bekommt dann dafür Skillpunkte. Und dann kann man eben sein und auch Gold und solche Dinge, also so wie in einem richtigen Rollenspiel. Und für das Gold kann man dann seiner Spielfigur dann irgendwie lustige Kostüme noch kaufen oder irgendwelches Equipment oder kann sich irgendwie alle mögliche Ausrüstung kaufen, auch Heiltränke, weil wenn man die Aufgaben, wenn man die täglichen Aufgaben dann nicht erfüllt, dann nimmt die Spielfigur Schaden. Das ist dann so wie der Schlag mit dem Schwert oder der Angriff des bösen Monsters. Und da könnte man auf der positiven Seite wieder für seine Goldmünzen Heiltränke kaufen und das dann wieder in Ordnung bringen und so. Also ich habe jetzt noch nicht sehr viel damit gespielt. Es ist sehr einfach zu bedienen. Aber es ist eigentlich so selbsterklärend, diese Oberfläche. Mag sein. Ich habe geschaut, man kann sich übrigens mit Facebook einloggen und mit einem normalen Account einen neuen Account registrieren. Ja, kann man auch komplett selbst machen. Ist das auf Deutsch? Ja. Und gibt's dazu eine App oder muss ich da immer auf die Webseite mich da einloggen? Das ist ja über so ein Handy vielleicht frickelig, um da meine Status-Updates oder meine Erledigungen abzuhaken. Ich guck mal gerade, ob das Design responsiv ist. Ja, das spielt eigentlich ganz gut mit. Also müsste auf dem Handy-Display ganz gut sehen. Also von mobil, Android und iOS. Mal gerade gucken, ja, kannst du ja auch eine App installieren. Ja, das ist ja cool. Ja, danke Michael für den Tipp. Das ist auf jeden Fall lustiger, als sich nur so eine To-Do-Liste zu schreiben und abzuhaken. Dann hat man eben dieses neudeutsche Gamification. So hast du es ja, glaube ich, auch in unsere Liste reingeschrieben, Ben. Jo. Dass man eben ja das Pflichtprogramm unterhaltsamer gestaltet und dann irgendwelche Punkte oder Level aufsteigt. Ja, allein dass man in dem Spiel weiterkommt, dann tritt man sich vielleicht auch eher in den Hintern und macht dann eben, saugt man halt mal Staub in der Bude. So halt. Das heißt, ich werde mir jetzt einen Account anlegen und da drauf schreiben, 4-mal am Tag kacken gehen und mindestens 1 Liter Bier trinken. Und dann steht meinem Übercharakter nichts im Weg. Dann hast du nachher einen riesen Helden da mit den strahlender Rüstung. Ich habe übrigens wieder den Gamification-Aspekt wieder zurück übersetzt und habe Alltag gamifizieren geschrieben. Ich weiß nicht, gibt's das Wort gamifizieren? Ich fürchte, das könnte es sogar geben. Vermutlich, ja. Doch, klingt witzig auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ich würde nicht lange durchhalten, das dann da auch zu pflegen. Man muss sich ja auch die ganzen neuen Aufgaben am Tag erstmal da aufschreiben. Und ich weiß nicht, anstatt abzuwaschen, erstmal ein Spiel zu bedienen, wo ich eintrage, ich muss jetzt heute abwaschen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon gemacht. Weißt du? Geschirr ja, über einen Rund. Ja, das ist natürlich noch besser, einfach die Sachen gleich machen. Dann braucht man aber so eine App nicht. Man kann natürlich auch größere Ziele setzen, ne? Gerade bei den To-Dos, wenn man jetzt irgendwie in der Stadt oder in irgendeiner Behörde was erledigen muss und die dann irgendwie nur 2 Tage für 15 Minuten auf hat, dann könnte man sich das da ja reinschreiben.
Aber wie läuft denn das? Also kann ich sagen, wie viel diese Aufgabe jetzt wert ist und wie viel Gold ich dafür kriege? Oder wonach geht das? Also ist Abwaschen genauso viel wert wie ein Marathonlaufen oder? Keine Ahnung, du. Ich habe da so intensiv habe ich mich damit nicht beschäftigt. Okay. Aber das liegt dann ja natürlich an unseren Hörerinnen und Hörern, sich da mal anzumelden. Auch das, den Link zu, wie heißt es, Habitica, gibt's in den Shownotes und dann könnt ihr euch da mal registrieren und uns auch wissen lassen, was denn ihr für Aufgaben da eintragt. Macht doch mal. Oder vielleicht nutzt ihr es schon und habt da schon mega Erfahrung und könnt uns dann aufklären, was es damit auf sich hat und was man vielleicht noch, wenn man ein paar Level aufgestiegen ist, vielleicht kommt dann ja noch eine ganz neue Dimension dazu, dass man noch irgendwie noch Minigames oder was auch immer machen kann. Ich würde sagen, könnt ihr uns ja dann erzählen. Ein Hörer spielt das bestimmt schon, nämlich der Michael. Der hat uns die Idee ja geschickt. Zum Beispiel, genau. Gut, sehr schön. Dann kommen wir schon zum dritten Hack. Und der dritte Hack in der Kategorie Technik ist heute auch wieder eine Website, die ich entdeckt habe. Viele von euch kennen ja vielleicht das Problem, dass man ja im Internet unterwegs ist auf einer Website und dann merkt man, oh, die Webseite geht ja gar nicht. Die ist irgendwie, kommt eine Fehlermeldung. Und ich weiß gar nicht, warum geht jetzt diese Webseite nicht auf? Ich habe diese Seite auch schon, die ich jetzt gleich vorstelle, auch schon selber verwendet. Die heißt nämlich downforeveryoneorjustme.com. Auch den Link gibt's in den Shownotes. downforeveryoneorjustme.com. Da kann ich nämlich einfach die Adresse der Webseite eingeben, die ich aufrufen möchte. Also beispielsweise Google. Google ist wahrscheinlich häufig online und selten down, aber es kann auch mal vorkommen. Oder Facebook oder irgendein Blog, den ihr lest. Und dann gebt ihr die Adresse dieser Seite, von der ihr denkt, die ist kaputt, ein. Und dann sagt euch diese downforeveryoneorjustme.me-Seite, ja, die Seite ist eigentlich erreichbar, alle anderen können sie sehen, ich komme auch drauf und liegt wohl dann an euch. Oder sie sagt, ja, stimmt, die Seite hat Probleme gemeldet, ist halt, haben viele User schon bemerkt oder bemängelt und die Seite ist nicht mehr verfügbar. Dann braucht ihr euch also keine Gedanken, um euer Internet zu machen, sondern wisst, dass es nicht an euch liegt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was ist, wenn die Seite downforeveryoneorjustme.com nicht funktioniert? Wo gehe ich das denn dann ein, wenn mein Internet kaputt ist? Ja, das ist dann schon Inception, ne? Ja. Aber eine sehr praktische Seite. Wenn ihr genug IT-Ahnung habt, kriegt ihr wahrscheinlich auch auf anderem Wege raus, ob das jetzt an euch oder an der Seite liegt. Aber um mal so eine erste Einschätzung zu haben, ob es an der Seite liegt, ist diese Seite, jetzt sage ich die Domain nicht nochmal, das Richtige. Schaut doch mal vorbei. Wir kriegen auch kein Geld von denen. Wir kriegen von allen übrigens kein Geld. Warum kriegen wir eigentlich kein Geld, Kai? Wir sollten Geld von denen kriegen. Ja. Aber diese ganzen Internetunternehmen, die wollen ja auch, die arbeiten ja eh schon Tag und Nacht für ein paar Münzen. Die Seite sieht auch nicht so aus, als würde sie selbst Geld machen, sage ich jetzt mal so. Aber sie funktioniert. Ist nicht viel dran, ne? Nee. Sieht sehr mager aus. Aber gut, das hat Google ja nun auch am Anfang, bevor dann denn die ganzen Fensterchen dazu gekommen sind. Aber wo ist denn viel dran, Kai? Hier, bitte, die Schneeballüberleitung. Puff. Da zum Beispiel im Internet, ne, wenn du dann so ein Handy dabei hast und ein bisschen Zeit, was zu basteln, dann kannst du dir einen Hologrammprojektor, einen winzigen Hologrammprojektor basteln. Und zwar braucht man dafür eine alte, ausgediente CD-Hülle. Die kann ruhig an den Scharnieren schon verhuddelt sein. Dann würde man sie ja normalerweise wegschmeißen. In dem Fall basteln wir noch was draus. Und zwar brauchen wir 4 dreieckige Stücke. Nein, die sind nicht dreieckig, die sind viereckig. Das sind Trapeze. Entschuldigung. Willst du es erklären? Nein, du hast es auch schon gebaut. Ich hoffe, du hast es nicht mit Dreiecken gebaut. Doch, das hat aber auch ein bisschen wehgetan. Ich wollte da jetzt so ganz langsam hinführen. Okay, und von denen schneiden wir die Spitze ab, ne? Von den Dreiecken. Ja, genau. Okay. Entschuldigung. Sind natürlich Trapeze. Aber da haben wir dann jetzt auch schon wieder 3-4 Leute verloren. Ja, stimmt. Wenn du Trapez sagst oder was. Sind das überhaupt Trapeze? Ja, müssten es sein, ne? Ja. Abgeschnittene Pyramiden, so. Genau. So, also, die Maße sind, wenn ich mich richtig erinnere, oben dann die abgeschnittene Spitze hat 1 Zentimeter und an der Basis unten hat es 6 Zentimeter und der Abstand zwischen der Oberkante und der Unterkante sind 3,5 Zentimeter. Ja, klingt gut. Und wie gesagt, ihr könnt euch dann in der CD-Hülle am besten mit einem Metalllineal das Ganze
ausschneiden. Also ich habe es so gemacht, dass ich erstmal die Kanten an den Seiten abgebrochen habe, damit das Ganze flach auf dem Tisch liegt. Dann habe ich mir zwei Streifen daraus geschnitten, weil man kann aus der Längsseite dieser CD-Hülle, glaube ich, zwei, wenn nicht sogar drei von diesen Dreiecken ausschneiden. Und kriegt man auch alle vier raus, wenn man, also ich habe nur eine Seite gebraucht und alle vier daraus gekriegt. Das müsste, wenn man echt ordentlich spart und immer Kante an Kante legt, dann passt das ja. Ja, man braucht im Grunde erstmal einen Streifen nur von 3,5 Zentimeter Höhe und dann. Ja, direkt schon so im Kreis ausgeschnitten, nicht als Streifen, sondern, aber das ist ja auch egal. Ach so. Na ja, gut, also auf jeden Fall mit einem Seitenschneider und ganz viel Vorsicht. Mit einem Seitenschneider hast du das gemacht? Ja, wie hast du es gemacht? Mit einem Cuttermesser. Ja, ist das nicht ein und dasselbe? Ein Seitenschneider ist doch so eine Zange mit Clipsi vorne, so eine. Ach so. Wie so eine Kneifzange, ja, so eine flache Kneifzange. Ein Cuttermesser ist das scharfe, wo man Teppiche schneidet und Hologrammprojektoren. Genau. Genau. Würde aber auch mit einem Dremel funktionieren, denke ich. Mit so einem Diamantscheibenaufsatz geht wahrscheinlich noch besser, habe ich aber nicht. Ja, man könnte auch ein Laserschwert nehmen. Was nicht geht, ist eine Schere auf jeden Fall. Dafür ist die Plastik zu spröd und zu porös und dann würde die platzen. Oder, wie sagt man? Wenn man da überhaupt reingeschnitten bekommt. Ja. Wie auch immer. Wir haben diese vier Stücke ausgeschnitten. Dann kommt der nächste Schritt. Man baut eine kleine Pyramide. Mit ohne Kopf, sozusagen. Das Ganze, also man klebt die Seiten dann zusammen und kann dann, hat dann oben ein viereckiges Loch drin. Und dann geht man zum Beispiel auf YouTube, da werden wir euch, glaube ich, auch noch ein paar Links raussuchen. Und da gibt es dann speziell angefertigte Videosequenzen, die am Anfang meistens so eine Sequenz haben, mit der man diese Pyramide auf dem Display ausrichten kann. Wenn ihr alles richtig gemacht habt und dann in so einem leicht abgedunkelten Raum von der Seite draufschaut, dann seht ihr dreidimensionale Projektionen da drin. In dieser kleinen, also die Pyramide stellt man dann kopfüber aufs Display mit der abgeschnittenen Spitze aufs Display, also die Öffnung nach oben. Genau, und dann guckt man von der Seite auf die Plastik und dann schweben da drin Quallen, Feuerwerk, Kugeln, alles mögliche, Tiger. Gibt's ganz viele Videos, werden wir euch verlinken. Und das ist dann wirklich, wirklich Hologramm. Haben wir beide schon gebaut, unabhängig voneinander und ich fand's extrem verblüffend. Ja, also man kann sich dann wirklich rundherum bewegen, ne? Und man hat dann alle Perspektiven. Und bei manchen Projektionen war es, dass man das Handy auch einfach auf die Spitze der Pyramide drauflegen musste. Also die waren dann verkehrt rum sozusagen. Mhm. Das gibt es auch. Und naja, also der Effekt ist wirklich schön. Und zur Erklärung vielleicht kurz. Wir wissen ja seit den alten Ägyptern schon, dass Pyramiden eine direkte Verbindung zum Reich der Toten herstellen. Und das Ektoplasma sammelt sich also im Zentrum dieser pyramidalen Figur. Und die Photonen, die vom Handy-Display ausgesandt werden, bringen die dann zum Leuchten. Also es ist ein reines Geisterobjekt in der Pyramide drin. Ich freue mich schon auf die Kommentare zu den Skeptiker-Blogs, die das widerlegt haben. Entschuldigung. Nein, war jetzt natürlich Quatsch. Aber hat einen wahren Kern. Aber wir wissen alle, dass es stimmt. Es hat einen wahren Kern, denn diese Projektionsmethode ist eine Variante eines ganz alten Theatertricks, der auch unter der Bezeichnung Pepper's Ghost bekannt ist. Also dann eben nicht dreidimensional, sondern als zweidimensionale Projektion verwendet, wo dann unter der Bühne ein Schauspieler sich als Geist verkleidet hat und dann eben auf eine transparente Fläche auf der Bühne dann so eine Projektion geworfen wurde und natürlich da der Eindruck entstand, dass da ein Geist auf der Bühne schwebt. Und mit ein bisschen mehr Mathematik kann man eben dann diese Objekte machen, die von allen vier Seiten auf diese Pyramidenflächen das Bild projizieren und dann diesen Eindruck des Dreidimensionalen erzeugen. Genau deshalb liebe ich diesen Podcast mit dir zu machen, weil man immer wieder was lernt. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, guck. Was machen wir dann, wenn wir jetzt diese Webseite gefunden haben zum Thema Pepper's Ghost, zum Beispiel eine Wikipedia-Seite und ich möchte mir die ausdrucken und an die Wand hängen? Da habe ich eine gute Idee, das würde ich wahrscheinlich direkt als Hack 5 erklären. Ich habe nämlich die Möglichkeit, auch wieder über eine Website, die ich entdeckt habe, über ein kleines Tool in Form einer Website, andere Webseiten abfotografieren zu lassen. Gut, ja, ich weiß, man kann Text auch einfach von Webseiten kopieren und dann nach Word kopieren oder auch direkt drucken über den Browser. Aber manchmal möchte man ja gegebenenfalls
den Text im Kontext der Webseite mit den Bildern ordentlich und mit dem Header und mit der Werbung vielleicht abspeichern. Jetzt habe ich aber das Problem, dass Webseiten und Blogartikel und auch Wikipedia-Artikel ja meist länger sind als auf einem Display anzeigbar. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Screenshot machen, dann muss ich 3 Screenshots machen, die zusammenfrickeln. Die Seite controlq.org, also ctrlq.org/screenshots, ermöglicht es, dass ihr die Webseite einfach dort, die ihr abfotografieren wollt, ich habe das vorhin mal getestet mit Trick 17, funktioniert wunderbar, einfach die Domain da eingibt, die Webseitenadresse und dann auf Screenshot und dann liest er die komplette Webseite aus und ermöglicht es euch dann anschließend nach bisschen Berechnungszeit, paar Sekunden, als Bild diese Webseite runterzuladen in der Originalauflösung und dann auch so lang, wie die Webseite nach unten geht. Also die komplette Webseite. Das funktioniert wunderbar. Den richtigen Nutzen daran weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es kann ganz sinnvoll sein, einfach auch Webseiten mal so zu archivieren. Mhm. Also Gründe sucht euch selber aus, aber ich fand es trotzdem ganz praktisch, weil ich auch schon öfter dabei war, Screenshots irgendwie zusammenzufügen, weil ich 3 Screenshots machen musste, weil es nicht alles draufgepasst hat. Und zumindest für Webseiten gibt es da jetzt ein Tool. Wunderbar. Keine weiteren Fragen? Nee. Dann mach doch direkt mit der Nummer 6 weiter. Ich mache mit der Nummer 6 weiter und auch da habe ich wahrscheinlich wieder die Windows-Arschkarte gezogen, denn im Mac gibt's das, glaube ich, schon. Wenn ich ein Programm schnell öffnen möchte, dann habe ich ja in Windows momentan seit neuesten Versionen die Möglichkeit, einfach die Windows-Taste zu drücken und dann anzufangen zu schreiben. Das gibt's bei Mac, glaube ich, auch so, ne? Dass man einfach irgendwie die Apple-Taste drückt und dann gibt's eine Apple-Taste. Ich drück mal gerade die Apple-Taste und guck, was passiert. Und dann gib mal irgendwie Word ein oder Minesweeper oder was gibt's alles bei Apple. Kann man dann ein Programm direkt öffnen, wenn man 3, 4 Buchstaben eingibt? Also ich kann das jetzt gerade nicht. Aber das muss nichts heißen. Ich kenne mich sowieso Apple-Taste nicht. Das habe ich mir gerade nur ausgedacht. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie eine. Erklär doch einfach mal das andere Ding. Genau. Wenn ich nicht die Windows-Taste öffnen drücken möchte, um das Startmenü zu öffnen und dann nach einem Programm zu suchen, gibt es auch ein kleines Tool. Das nennt sich Launchy. Launchy ist wirklich ganz minimal, läuft auch im Hintergrund und hat ja zum Zweck, einfach eine Tastenkombination zu drücken, beispielsweise Alt-Leertaste, die liegen direkt nebeneinander, dann das drückt man einfach und dann gibt's ein kleines unauffälliges Feld in der Mitte des Bildschirms, einfach ein Textfeld, wo ich was eintippen kann und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel Word eintippen oder War, mit wo hat er es schon, drück Enter und dann macht er das Programm auf. Ich weiß, dass der Mac das kann, ich weiß nur nicht wie, aber auf Windows ist dann jetzt auch mit Launchy die Möglichkeit gegeben, über dieses separate Tool mit 2, 3 Tastenklicks sofort das Programm zu öffnen und nicht lang durchs Startmenü zu scrollen. Launchy. Ist auch kostenlos, ist auch ganz schlank im Hintergrund, werden wir auch in den Shownotes zu Folge 26 auf trick17-podcast.de verlinken. Also, was ich weiß bei Mac, dass die Suchfunktion da sehr ausgereift ist. Also die, wenn du in den Programmordner gehst über den Finder und dann oben beginnst den Programmnamen einzutippen, findet er das eigentlich auch relativ schnell, wenn du jetzt sehr viel Programme installiert hast. Dazu gibt es doch bestimmt auch einen Shortcut, oder? Das mag sein, aber ich bin nicht so der Shortcut-Typ. Da können wir ja mal raussuchen, wenn es sowas gibt. Ja. Könnte zum Beispiel, Apfeltaste F könnte man drauf kommen, ne? Ist es. Dann. Ist naheliegend. Ja. Und so ist es halt einfach die Windows-Taste, dann geht das Startmenü auf und dann kann ich auch anfangen zu tippen. Das ist also dieses Programm ist schon älter als Windows diese Funktion anbietet, aber trotzdem sieht es irgendwie hübscher aus als das Startmenü. Alt-Leertaste tippen und dann hat man das Programm geöffnet. Mhm. Launchy. So. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Küche. Ja, und die Kategorie ist dieses Mal erschreckend kurz. Ich weiß also nicht, wer diese Lifehacks hier zusammengestellt hat. Einmal suche ich scheiß Lifehacks raus, ja? Und dann gibt's auf einmal 6 Technik-Hacks und nur 2 aus der Küche. Gehe ich noch früh morgens mit der Schubkarre 50 Kilometer und hol die Lifehacks vom Hafen ab. Wir hatten ja nichts. Wir haben damals die Schuhsohlen noch gefressen. Ja. Okay. Ich habe einfach nur Lifehacks nach Gefühl rausgesucht, welche cool klangen. Und dann hat Kai sie in Kategorien eingeordnet. Dass er jetzt natürlich Knöpfe fixieren nicht in Küche einordnet, ist dann nicht mein Problem. Ja, ist ja gut. Ist ja alles gut. Spoiler. Mach ja nur Spaß. Der siebte Lifehack ist Cake Pops. Prima.
Kommt da noch mehr? Ja, Cake Pops machen Spaß, sind in der Regel rund und bunt. Machen Spaß und dick. Ja, machen Spaß und dick. Und das Besondere jetzt an diesem Hack ist, dass man die wunderbar, also es gibt ja so komische Toaster, also so Maker für diese Cake Pops, wo du dann auch direkt den Stiel reinlegen kannst. Also so ein umfunktioniertes Waffeleisen ist das ja. Und dann kann man diese Kugeln da direkt mit so Waffelteig draufbacken auf die Stiele. Ja. Vielleicht vorweg, das ist ja eigentlich schon, der Hype ist ja schon abgeklungen, wenn ihr davon nie was gehört habt, das sind im Grunde kleine Kugeln, die man dann auf so einen Pappstiel drauf tut, die dann aussehen wie Lollis, aber eben einfach so ein Happen sind. Für Kinderpartys ist das ideal. Dann stellst du da so ein paar Cake Pops in so einen Styroporblock und die Kinder können spielen, zwischendurch sich so ein Ding schnappen und dann gleich weiterspielen. Und man kann die auch wunderbar in so einen Met-Igel stecken. Zum Beispiel, ja. Und man kann sie auch schön 4 Pfund Met und dann Cake Pops drapieren. Ja. Und man kann sie natürlich auch noch schön dekorieren mit Zuckerperlen und so. Der Trick hier ist aber jetzt eigentlich, dass man Cake Pops aus Kuchenresten herstellen kann. Wenn man jetzt irgendwie dann gerade zu so Kindergeburtstagzeiten dann noch so ein Rührkuchen hat und dann aber alle erstmal die schöne fette Sahnetorte gegessen haben und der Rührkochkuchen dann irgendwie schon so ein bisschen trocken geworden ist, dann muss man den nicht wegtun, sondern zerbröselt den. Und dann rührt man das Ganze mit einer Mischung aus Frischkäse, Butter und Puderzucker an, bis sich wieder eine Teigmasse formt. Die genauen Rezeptmengen schreiben wir dann auch wieder ins Blog. Und ich komme mir gerade so vor, als hätten wir das schon mal gehabt. Haben wir das schon mal gehabt? Soll ich dir erzählen, warum da Cake Pops steht? Erzähl mir das mal. Ich finde das sehr schön. Du hast deinen Buchstaben davor geschrieben, dass du es erklärst und erklärst jetzt auch einen super Hack. Ich habe aber einfach vor 2 Tagen Kindergeburtstag gefeiert und wollte erzählen, wie ich Cake Pops gemacht habe. Erzähl doch mal, wie du Cake Pops gemacht hast. Dass du da aber sofort ein Rezept aus dem Ärmel schüttelst, finde ich sehr, sehr gut. Ich möchte übrigens nicht mehr über Cake Pops reden. Ich möchte ab sofort die Frikadelle am Spieß einführen und das Ganze Mad Pops nennen. Mad Pops. Auch nicht mehr. Klops am Spieß ist der neue Scheiß 2016. Oder Käsepops. Käsepops, ja. Käsepops und dann noch ein Weinträubchen drauf. Besser geht's nicht. Ja, eben. Lifehacks. Oh, da ist, glaube ich, noch nie jemand drauf gekommen. Aber auf Mad Pops bestimmt noch nicht. Kannst du auf so eine Salzstange dann so ein Mad-Kügelchen und dann schön noch so ein paar Zwiebeln drauf dekorieren? Mega. Hammer. Wahnsinn. Ja, ich muss los. Ja, scheiß auf Cake Pops. Scheiß auf Cake Pops. Mad Pops. Mad Pops mit Salzstangen. ja, ich habe Cake Pops, ich habe sie gar nicht gemacht, ich habe gesehen, wie sie gemacht wurden. Das reicht aber, um sie als Hack zu verkaufen. Die Idee war aber von mir. Nein, es gibt nämlich ein schönes Rezept, das ich auch aus Schweden mitgebracht habe, als ich mal dort war. Da gibt's nämlich Schokoladbollar. Das sind so Schokokügelchen. Die rührt man an, ohne sie zu backen, aus Haferflocken, Margarine, Kakaopulver, Zucker und Kokosflocken, glaube ich, kann da noch rein. Und dann matscht man daraus einen Teig. Dann rührt man daraus einen Teig an. Also man formt den, der sollte relativ fest sein, nicht zu viel Margarine. Wenn es ein bisschen zu sehr klebt, dann noch ein paar Haferflocken dazu. Und dann gibt's ja einen Teig, daraus kann man Kügelchen formen. Die kann man dann auf Spieße steckern und in den Kühlschrank packen zum Aushärten. Durch die Margarine wird dann diese Kugel auch ganz hart. Diese Kügelchen kann ich dann in Kuvertüre tunken und habe dann, wenn ich die getrocknet habe oder trocknen hab lassen, kleine Cake Pops, die ich nicht mal backen muss. Und was ich auch noch nicht wusste, ich kannte Kuvertüre von früher noch immer so mega aufwendig und als Block Schokolade, den man im Wasserbad erhitzen muss und dann muss man aufpassen, dass das nicht überkocht, das Wasser, und dass das auch nicht alle ist, damit es dann nicht anbrennt, und total aufwendig. Es gibt aber womit, die Kuvertüre-Industrie war findig. Mittlerweile gibt's auch Mikrowellen-Kuvertüre, die so im Plastikbecher ist, wo ich einfach auf, weiß nicht, 300 Watt für 3 Minuten den Bottich in die Mikrowelle stelle und dann hat man flüssige Kuvertüre, wo ich dann direkt in dem Top das eintauchen kann. Das ist sehr, sehr praktisch. Wenn man Kuvertüre mag. Wenn man Kuvertüre mag. Das gibt's in Zartbitter und in Vollmilch und in Weiß oder Vanille, glaube ich. Weiße Schokolade, nicht Vanille. Und fand ich sehr praktisch, wenn man es nicht auf 600 Grad stellt und einem der Top in der Mikrowelle schmilzt. Und für Mad Pops nimmt man so dann Schweinvertüre, oder was? Ach so, wegen Kuvel. Oh Gott. Oh. Hätte von dir sein können, oder? ja. Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Kaufen Sie bald das Trick 17 Buch 222 Pop-Version, Vision. Man könnte das in so einen Speckmantel einwickeln, weißt du? Ja,
So ein Mad Pop mit Baconmantel. Ah, oh, geil. Würde ich jetzt sofort essen. Warum haben wir die Folge nicht so genannt? Mad Pop. Ja, nun können wir ja aufschreiben. Hat ja keiner gehört. Dann heißt die nächste Folge halt so. Oder diese. Das haben wir doch letztes Mal auch gemacht. Schon, da haben wir auch live erst die Idee ausgedacht. Nein, ich fand deinen Vorschlag auch schon gut. Okay. Dann erklär mir doch, oder soll ich jetzt erklären, dass man Salatdressing auch ganz geschickt machen kann, ohne jetzt... Nein, das verschiebt sich ja dann alles. Sonst musst du ja E2 erklären. Weiß ich nicht. Du fällst hier nicht aus dem Rahmen, Kai. Du weißt, dass ich mit Spontanität nicht klarkomme. Ich verstehe jetzt aber nicht mehr, wie es weitergeht. Ich leg mich jetzt ein bisschen auf den Boden und warte, was passiert. Aber wimmer leise bitte, ja? Okay, dann nasche ich noch einen Mad Pop. Gibt's nicht auch wie Thai-Pop oder wie heißt diese asiatische Popmusik? Wie heißen die? Nee, J-Pop, genau. Thai-Pop. Also Salatdressing. Salatdressing. Auch das ist ein Hack aus unserer Küche, den ich selbst nicht gemacht habe, aber zugesehen habe, wie er gemacht wurde. Haben wir den auch schon mal erklärt? Nee, ne? Ich weiß. Wir machen jetzt einfach irgendeine alte Folge nochmal neu. Genau. Hört einfach Folge 25 nochmal. Beim zweiten Mal ist alles besser. Also, Salatdressing kann man ja auf unterschiedliche Arten zubereiten. Die Grundzutaten eines Salatdressings sind, jetzt darfst du auch ein bisschen reden. Margarine, tote Fliegen und ein bisschen Pfeffer. Und Holzwolle. Für einen Crunch-Effekt. Crunchig ist eins meiner neuen Lieblingsworte. Also ihr könnt ein bisschen Essig, ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer, ein paar frische Gartenkräuter zusammenrühren, vielleicht auch ein bisschen Balsamico, was auch eine Art Essig ist. Ist auch ganz egal, ihr könnt Dressing machen, wie ihr möchtet. Wichtig ist aber, dass man die ölige und die essighafte Substanz verbindet, damit man nicht ein öliges Dressing hat, sondern dass das alles zusammengeht und eine Emulsion ergibt. Das kann man mit einem Schneebesen machen. Ist aber relativ langweilig und nicht wert, in dieser Folge erwähnt zu werden. Was man aber auch machen kann, ist das Ganze einfach in ein Schraubglas zu kippen, alles, das Schraubglas zuzumachen und dann einfach wie einen Cocktail-Shaker zu shaken. Und das ergibt ein wunderbar geschaktes, schaumiges, leckeres, gut emulgiertes Dressing. Emuliert finde ich aber auch schön. Wenn es gar kein richtiges Dressing ist, weißt du? Ja. Ja, Schraubglas. Dressing, Schraubglas, schütteln. Und wenn es nachher nach Marmelade schmeckt, dann hättet ihr das Glas waschen sollen. Mein Lieblingsdressing ist immer einfach ein Schuss heiße Milch in Nutella-Glas. Ja, gut. Kann man sich so eine Schokoladen-, so eine Nougat-Milch machen, ne? Ist nochmal ganz anderer. Immer die Gefahr, mache ich die Pappe raus aus dem Deckel und dann sifft das Glas aus oder lasse ich die Pappe drin und habe dann siffrige Schokopappe im Nutella-Glas. Es gibt, glaube ich, keine Patentlösung. Doch gibt es, Bonus-Hack, man kann auch einfach ein Stück Klarsichtfolie über das Glas legen, dann den Deckel draufschrauben und dann ist es auch dicht. Gut, also vielleicht noch ein Wort zum Salatdressing. Achso, du wolltest jetzt noch deine Schokomilch zu Ende erzählen, ne? Mit Klarsichtfolie dazwischen und so. War fertig, gut. Noch ein Trick zur Emulsion. Normalerweise, auch wenn du es gut schüttelst, mit Essig und Öl und ein bisschen Senf, trennt sich das Dressing ja, wenn man es jetzt nicht sofort verwendet, trennt sich das ja nach einer Weile wieder auf. Und es gibt noch einen schönen Trick, wie das etwas länger bleibt oder sogar dann so eine leicht cremige Konsistenz bekommt. Und zwar, wenn man noch so einen halben Teelöffel Lecithin dazu gibt. Lecithin wird aus Soja hergestellt und ist ein natürlicher Emulgator. Das heißt, der stellt die Verbindung zwischen, also der sorgt dafür, dass Wasser und Öl sich so um dieses umeinander dekorieren und dann eine Emulsion bilden. Molekulieren ist, glaube ich, das Wort. Molekulieren, mir ist es gerade nicht eingefallen. Es ist aber auch schon echt spät. Wo gibt's das? Bei dem Plutoniumhändler deines Vertrauens? Oder wo kriegt man dieses... Glycerin ist es nicht, ne? Nee. Lecithin, okay. Lecithin bekommst du in der Drogerie. Das ist nämlich auch so ein... wird auch als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet. Soll eben auch gut für die Zellen, fürs Gehirn sein und so. Von daher, und man bekommt durchaus auch Produkte, wenn man jetzt Angst hat, hier vor Gensoja und sowas, die dann mit garantiert nicht genetisch verändertem Soja hergestellt wurde. Kostet auch kein großes Geld. Und dann hat man halt so ein Dressing, was so ein bisschen cremiger wird noch und sich vor allen Dingen auch nicht wieder auseinander dividiert. Freizeit. Ja, wer kennt das nicht?
man hat so viel Plastikmüll und würde so gern etwas daraus basteln, hat vielleicht auch noch einen ausgedienten, aber noch funktionstüchtigen Reißverschluss herumliegen. Was läge näher, als eine Reißverschlussdose zu bauen? Dafür schneidet man zum Beispiel von einer Flasche oder einer Plastikdose so ein Stück ab. Was ist denn eine Plastikdose? Was verstehst du nicht an dem Wort Plastikdose? Gibt es Plastikdosen? Ich überlege gerade. Also. Ich habe gerade einen Denkhänger. Okay. Gibt es Plastikdosen? Ich überlege gerade, mit Dosen sind doch immer aus Metall, oder nicht? Ernsthaft? Sag mal, was ist eine Plastikdose zum Beispiel? Was ist denn in der Plastikdose? Na, du kannst doch Sachen, manche Sachen werden in Gläsern verkauft, manche in Blechdosen und manche in Plastikdosen. Was zum Beispiel in der Plastikdose? Was weiß ich hier, so hier die Allzweckklammern, die ich mal gekauft habe im Baumarkt, die waren in so einer Plastikdose. Das ist das gleiche wie ein Schraubglas, nur dass da unten Plastik halt dran ist. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Echt? Jetzt bin ich ein bisschen schockiert. Aber sag das nicht so angewidert. Wenn ich schon ein Schraubglas habe, brauche ich keine Reißverschlussdose. Ben, also ich glaube, unsere Zusammenarbeit endet an diesem Punkt, wenn du keine Plastikdosen kennst. Soll ich welche besorgen und dir zuschicken? Das ist ja genauso verrückt wie Metallfolie. Oh, Backe, was für eine demente Folge. Es ist halt wirklich schon sehr spät. Was mache ich denn mit dieser Plastikdose? Oder zwei davon? Zwei davon, ja. Und dann klebt man da so einen Reißverschluss zwischen. Ist lustig, sieht witzig aus. Und dann wie klebe ich den denn dazwischen? Ja, so, dass die eine Hälfte der Plastikdose auf der einen Seite des Reißverschlusses ist. Also man verklebt das dann mit diesem Stoff, der dann an so einem Reißverschluss-Ding sie dran ist. Und die andere Plastikdose verklebt man mit der anderen Hälfte des Reißverschlusses. Mhm. So, dass man am Ende ein zylindrisches Konstrukt hat, in dessen Mitte ein Reißverschluss ist, den man dann eben rumläuft. Ja. Der so rundherum läuft und dann kann man das eben aufzippen und ja, dann kann man Krams reintun oder klappt das dann so auf, kann in beide Hälften was reintun oder einen Goldhamster da reinsperren, aber das ist natürlich... Die muss aber zweimal am Tag drehen, damit er Platz hat. Dabei sind zwei Dinge zu beachten, also nicht bei der Haltung eines Goldhamsters, sondern beim Basteln einer Reißverschlussdose aus Plastikdosen. Zum einen sollte der Reißverschluss natürlich exakt die Länge haben, die auch dem Umfang der Dose entspricht. Sonst hat man nämlich entweder zu viel Reißverschluss oder zu viel Dose und den nur um die Hälfte drumrum. Das heißt, man sollte darauf achten, einen Durchmesser zu wählen, gar nicht Durchmesser, Umfang von der Flasche, der auch dem Reißverschluss entspricht. Und das andere ist, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich klebe den Reißverschluss von außen auf die Kante der Dose oder von innen hinein. Ich würde trotzdem empfehlen, auch wenn man denkt, von innen sieht hübscher aus, weil dann ist es natürlich glatter und es guckt nur der Reißverschluss raus. Durch eine transparente Dose sieht man dann diesen von innen angeklebten Reißverschluss. Und je nachdem, ob man da Heißkleber verwendet, kann das sehr unschön aussehen. Meine Empfehlung wäre also, das durchaus auch von außen aufzukleben. Dann sieht man nämlich den Heißkleber nicht, wenn die Dose geschlossen ist. Man kann aber auch noch ein dekoratives Bändchen dann, wenn man es jetzt von innen festklebt, zum Beispiel noch so ein buntes Klebeband oder eine Schleife drum machen. Welches natürlich nicht dekorativ ist, sondern ausschließlich dazu dienen, hässliche Klebespuren zu verstecken. Insider wissen, wovon wir reden. Was mache ich denn, wenn ich morgens immer mit meinen alltäglichen Aufstehritualen nicht richtig im Takt bin? Das ist eine sehr gute Frage, Kai. Da bietet es sich an. Ganz spontan drauf gekommen. Ja, da denke ich mir spontan Hack Nummer 10 aus. Da bietet es sich an, kann man ja mal morgens probieren, sich eine feste Musikplaylist zusammenzustellen, die genau so lang läuft, wie ich morgens vom Wecker klingeln bis zum Verlassen der Haustür auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, ins Büro, zur Uni oder wohin auch immer, zum Amt, keine Ahnung, benötige. Also beispielsweise, wenn man sagt, ich stehe immer eine Stunde vorm Verlassen des Hauses auf, mache ich meine Playlist mit genau einer Stunde Spieldauer. Und da kann ich dann natürlich zusammenstellen, welche Lieder ich morgens hören möchte. Am Anfang zum Aufstehen wahrscheinlich dann eher ruhigere Sachen, die dann ein bisschen peppiger werden. Und der Vorteil ist nicht nur, dass ich dann morgens Musik habe, sondern der Vorteil ist auch, dass ich dann irgendwann im Laufe der Zeit lerne, wann welche Lieder kommen. Das heißt, ich verlasse das Haus immer zum bestimmten Lied.
Wenn ich jetzt aber merke, oh, das vorletzte Lied läuft schon oder das Lied, wo ich eigentlich sonst immer schon gehe, dann weiß ich, dass ich mich beeilen muss und habe so einen integrierten Wecker morgens, ohne auf die Uhr schauen zu müssen. Ja, ist doch wunderbar. Dann hat man Unterhaltung, Entertainment sozusagen und dazu auch noch hier so ein Timer. Der Timer ist eigentlich der wichtigste Aspekt daran. Also Musik, klar, ist dann natürlich in jedem selbst überlassen, wie er seine Playlist zusammenlegt. Aber ich weiß auch immer, ah, das Lied höre ich immer zum Frühstück. Man kann ja auch mal durchwechseln. Aber noch sinnvoller wird es, wenn man wirklich eine feste Playlist hat, die jeden Tag exakt gleich ist. Das Lied höre ich immer zum Frühstück. Jetzt bin ich aber noch beim Zähneputzen. Sollte ich mich mal sputen. Oder ich stehe immer auf, wenn das Lied vorbei ist vom Frühstück. Und dann kann ich noch abwarten oder weiß genau, wann ich los muss, ohne zu schauen und ohne mir Stress zu machen. Ganz einfach. Wunderbar. Jetzt soll ich den nächsten Lifehack erklären, aber weiß gar nicht, was das ist. Haben wir eben gar nicht drüber gesprochen, oder? Du hast aber dein Bürzel davor geschrieben, dein Kürzel. Ja, ich hatte so eine Idee. Ich sag mal, was ich glaube, was es ist. Ein Schachspiel, wenn man jetzt keine Figuren hat, nimmt man einfach Spielkarten. Perfekt. Siehste. Und da gibt's ja dann auch König und wie heißt das andere? Königin und Dame. Dame, genau. Und dann kann man sich die Karten so hinlegen. Dann muss man sich nur merken, welche Schachfigur sie repräsentieren. Kann man dann eben noch zum Beispiel auf ein großes Küchentuch, ein altes, das Spielfeld aufmalen, 8x8 Felder. Und dann geht sie ab, die wilde Fahrt. Genau, das Coole ist halt an Karten, dass es die auch in Rot und Schwarz gibt. Das heißt, man hat auch zwei Seiten. Man kann also Schach auch gegeneinander spielen und weiß immer noch, wessen König das jetzt ist. Und in einem Rommi-Spiel gibt's dann auch alle Figuren. Also ich muss natürlich ein bisschen improvisieren. Es gibt jetzt kein Pferd, aber es gibt zum Beispiel einen Läufer, da kann ich den Buben nehmen und als Turm nehme ich die 10 und als Pferd nehme ich dann beispielsweise das Ass oder je nachdem, man muss sich halt vorher einigen, was wie ist. Aber man braucht kein Schachfeld, um Schach spielen zu können. Ein Rommi-Spiel reicht vollkommen. Und es passt wesentlich besser in die Tasche. Also für unterwegs ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Und zum Beispiel im Urlaub, wenn man irgendwo am Strand ist, kann man sich das Spielfeld dann ja sogar in Sand malen auch. In Sand oder auch auf gepflastert, wenn man so quadratische Gehwegplatten oder sowas hat, kann man auch da spielen. Auf einem normalen Schachfeld funktioniert es natürlich nicht, weil die Karten größer sind als die Figuren, klar. Genau, und wer ein Schachbrett hat, hat in der Regel auch die Figuren, ne? Na, das muss nicht sein. Bei diesen ganzen Spielesammlungen, da sind ja Halma und Mühle und Dame und sowas bei. Da hat man diese runden Dingsies, aber Schachfiguren sind da meistens nicht bei, oder? Stimmt, ja, da hast du recht. Oder sie sind unvollständig schon, weil kleine Geschwister oder wer auch immer die dann schon verstreut haben überall. Fußball ist wie Schach, aber ohne Würfel, wie schon Jan Böhmermann gesagt hat. Hack Nummer 12 handelt davon, wie ich identifizieren kann, ohne die Dose zu öffnen, funktioniert, glaube ich, auch mit Plastikdosen, ob eine Dose geschüttelt ist oder nicht. Noch besser funktioniert es mit Getränkedosen, mit Druck innen drin. Das Szenario ist folgendes. Ich habe zwei Dosen und eine Mutprobe und das heißt, so eine Dose musst du aufmachen, russisches Cola-Roulette, und halt sie dir ganz kurz vors Gesicht und mach sie auf. Und ich kann trotzdem, ohne die Dosen vorher zu öffnen, ermitteln, welche Dose geschüttelt ist. Wie machst du denn das? Das mache ich, indem ich die beiden Dosen auf eine Schräge lege. Das heißt, entweder ich stelle kurz den Küchentisch schräg oder ich baue mir so eine kleine Rampe aus einem Buch oder aus was auch immer, aus einem Brettchen und lege die beiden Dosen nebeneinander auf die obere Seite dieser kleinen Rampe. Nicht zu steil, das reicht schon, wenn das ein leichtes Gefälle hat, dass die Dosen rollen und lasse sie gleichzeitig los. Der Effekt, den die geschüttelte Dose hat, ist, dadurch, dass sich der Druck in der Dose erhöht, verringert das die Schülperkraft des Getränkeguts in dieser Dose und macht, dass die Dose langsamer läuft. Das heißt, die ungeschüttelte wird schneller unten sein als die geschüttelte. Mhm. Aber ich bin auch kein Wissenschaftler. Ja, nee, ich glaube das schon. Das wird schon irgendjemand mal ausprobiert haben. Wenn ich die Dosen aber trotzdem öffnen möchte, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, aber das ist auch egal, können wir an dieser Stelle, Redundanz ist gut, man kann auch einfach die Dose vorm Öffnen nicht oben antippen. Viele Leute klopfen ja dann oben auf diese Dose. Wichtiger ist es, die Dose zu nehmen und wirklich an die Seitenwand zu schnipsen, ringsherum, denn dort lagern sich die kleinen Kohlenstoffbläschen ab an dieser Wand, an der Seite. Kohlendioxid. Und wenn da Kohlenstoff drin wäre, wäre es ein bisschen schwarz. Die Kohlendioxid, genau, die CO2-Bläschen. Oder Cola-Stoff ist da vielleicht noch Stoff-Cola, drin. Stoff-Cola. Lagern sich an dieser Seite ab, genau. Und wenn ich da so gegenschnipse, dann gehen die Bläschen ab von der Wand, von der Metallwand an der Seite und dann kann ich die Dose spritzfreier öffnen. Mhm. Haben wir auch schon mal experimentiert. Ich glaube, das klappte wirklich gut, ja. Ja, cool. So. Wenn es aber doch spritzt,
dann brauche ich natürlich irgendwie für elektronische Geräte, die in der Gegend herumliegen, einen Schutz. Wie mache ich das? Das war eine Überleitung jetzt, wa? Die war fast schon gut. Wenn ich nicht schon wieder darauf rumgeritten hätte, wie gut sie war. Und was braucht mehr Schutz als ein Mobiltelefon? Kaum etwas. Also Mobiltelefone sind ja... Ein Kind vielleicht noch. Ein Kind. Ja gut. Ein Kind oder ein Pony. Aber sonst kommt auf Platz 3 ein Mobiltelefon. Und wie mache ich das? Oder ein Pudel, wenn wir schon bei dieser Folge sind. Lass mich doch mal. Lass mich. Ich will, dass das hier aufhört. Wenn man jetzt gerade nicht irgendwie in so einem fancy-schmancy Smartphone-Hüllen-Shop sich eine Smartphone-Hülle shoppen möchte oder irgendwie das auch mal in einer Notsituation improvisieren möchte, dann empfiehlt es sich immer, einen Luftballon dabei zu haben. Denn aus einem Luftballon kann man sich eine schöne, dekorative, also wenn der Luftballon eine schöne Farbe hat, Hülle basteln. Und zwar pustet man dafür den Luftballon auf. Man braucht übrigens 2 Personen. Es ist wesentlich einfacher, wenn man 3 bis 4 Hände für diesen Trick hat. Und dann legt man den Luftballon auf eine glatte Oberfläche, also möglichst nicht auf Schmirgelpapier oder so. Und einer hält dann den Ballon, den Aufblasschnupsel zusammen. Öffnung. Ja, den Nippel da halt. Ja. Und der andere legt oder die andere legt das Handy auf die Seite des Luftballons und drückt es so leicht rein. Also jetzt natürlich nicht so doll, dass er zerplatzt, aber schon so, dass er zu den Seiten ein bisschen wegquillt. Und dann lässt wieder Kollege Schnupsel da so langsam die Luft raus und die andere Person drückt weiter das Telefon rein. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann legt sich am Ende die Gummihaut so um das Telefon, dass ihr eben ja auf der empfindlichen Rückseite eine doppelte Gummiwand habt. Also gegen leichte Erschütterungen und auch Feuchtigkeit sollte es damit geschützt sein. Ergänzung noch, wenn ihr es so schlau buxiert, dass nachher man kann diesen Aufblasnippel dann nachher auch abschneiden, das braucht ja keine Luft mehr rein oder raus. Und man könnte das dann eben auch so arrangieren, dass man zum Beispiel den Anschluss für das Ladekabel da an dieser Stelle legt. Also dass man dadurch das entstehende Loch, wenn man den Nippel da abmacht, dann das Telefon auch aufladen kann. Lieber Kai, wenn wir in 50 Jahren gemeinsam vor dem Kamin auf dem Bärenfell liegen und du mich fragst, Ben, warum nanntest du mich eigentlich die letzten 50 Jahre Kollege Schnupsel? Dann werde ich sagen, weißt du noch damals Folge 26 von Trick 17? Und dann werde ich sagen, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß nicht mal, was Sie hier machen in diesem Raum. Wer sind Sie? Warum haben Sie keine Hose an? Was ist das denn hier für ein Fell? Sehr schön. Es wird soweit jetzt. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Haushalt. In der Kategorie Haushalt beschäftigen wir uns mit Haushaltsthemen. Das ist korrekt und deshalb kommen wir jetzt zu einem von diesen. Auch eine ganz beliebte Kategorie. Ganz beliebte Kategorie. Man kann ja so viele Sachen im Haushalt machen. Ist nicht so? Muss man ja teilweise auch. Ne? Ich finde, es völliger Quatsch. Wer muss denn sein Haus halten? Das sollte doch von alleine stehen. Trotzdem geht es in Hack 14 darum, keine Knöpfe zu verlieren. Das Problem an Knöpfen ist ja, dass sie mit Faden oder Zwirn befestigt sind und dieser neigt schon mal dazu, gerade bei relativ preisgünstiger Ware sich aufzunuddeln. Das heißt, wenn da einmal ein Faden sich löst, dann kann man den Knopf sehr leicht abziehen, weil er nur 3-4 Runden festgezwirnt ist und nicht ordentlich vernäht. Man kann dem aber Abhilfe leisten und das vermeiden, indem man einfach transparenten, durchsichtigen Nagellack nimmt und oben auf den Knopf diesen Nagellack aufträgt. Der fällt quasi überhaupt nicht auf, der ist ja transparent und wenn man nicht zu dick schmiert, dann sieht man das überhaupt nicht. Aber der Nagellack verklebt halt diese Zwirnfäden und macht, dass die sich nicht einzeln losribbeln können und dass der Knopf länger hält. Kurzer Hack, aber sehr funktional. Man kann natürlich auch farbigen Nagellack nehmen, ne? Das fällt dann aber auf. Idealerweise natürlich dann in der Farbe des Knopfes auch.
Ja, oder so schön leuchtend rot, warum nicht, ne? Kann man machen. Muss man mögen. Soll Leute geben, die mögen alles. Ja, gut. Und der Tobi hatte uns dann wahrscheinlich... Das hat sich jetzt nicht getraut, ne? Apropos Leute, die alles mögen. Was? Egal. Was hat der Tobi gemacht? Der Tobi hat die letzte Sendung gehört und hat dann unsere sehr wunderschöne Erklärung mit dem Tennisball gehört. Du weißt, diese Einparkhilfe, die dann sanft gegen die Windschutzscheibe klopft. Mhm. Vermute ich mal. Aber das, was er jetzt vorgeschlagen hat, hat jetzt auch nur im weitesten Sinne damit zu tun, nämlich, dass sich der Hack auch in einer Garage abspielt. Und zwar kennt man ja die Situation, dass Garagen jetzt nicht, also es sei denn, man ist Multimilliardär und hat dann gleich so eine ganze Etage in seinem Keller, wo die ganzen Autos drin stehen. Aber für gewöhnlich ist so eine Garage ja recht eng. Und da, wenn man gerade ein bisschen schwungvoll drauf ist, dann kann es schnell mal passieren, dass man mit der Tür gegen die Wand dann donnert. Und dann ist natürlich gleich der Lack ab und alles ganz schrecklich. Dem kann man natürlich Abhilfe schaffen oder vorbeugen, indem man zum Beispiel eine Styroporplatte an die Stelle der Garagenwand anbringt, wo für gewöhnlich die Tür dran schlagen würde, wenn da kein Styropor wäre. Denn gerade wenn man es dann kombiniert mit dem Hack, mit dem Tennisball oder, genau, so kamen wir überhaupt da drauf, Tobi und ich, dass man sich natürlich dann auch die Stelle an der Wand merken kann, also zum Beispiel jetzt, wenn der Rückspiegel an der Kante, Vorderkante von der Styroporplatte vorbei ist, dann noch 2 Meter weiter. So könnte man sich dann auch die Parkposition merken. Und man kann natürlich statt Styropor auch so eine halbierte Schwimmnudel nehmen. Ja, die ist, also man braucht ja einfach nur einen Gegenstand, der irgendwie puffert. Das wird wahrscheinlich auch mit einer Korkwand funktionieren, aber ein bisschen lifehackiger ist natürlich noch, so eine Poolnudel, so eine Schwimmnudel zu nehmen, die zu halbieren und auch einfach mit Kleber oder mit Schrauben an der Wand zu fixieren, längs herlang. Und dann kann ich auch gegen diese Poolnudel hauen mit der Tür, mit der Autotür und dann wird meine Autotür auch nicht beschädigt. Und es sieht noch super stylisch aus mit einer Poolnudel in der Garage auf 50 cm Höhe. Ich würde sagen, Martina hat noch einen Trick rausgehauen. Auch per E-Mail hat uns dieser Trick erreicht. Den fanden wir auch sehr schön. Der ist auch sehr praktisch für den Alltag, denn man braucht nichts, was man nicht wahrscheinlich sowieso schon dabei hat. Viele von euch kennen das ja vielleicht, dass man beim Einkaufen eine Tüte bekommt, im nächsten Laden die nächste und dann gibt's noch eine schwere Tüte und noch eine dritte und vierte. Und auf einmal hat man ein einschneidendes Erlebnis, denn diese Tüten sind sehr schwer und schneiden in die Finger ein. Weil die Tüten nicht für den weiten Transport gemacht sind und meistens doch durch sehr dünne Plastik nur produziert. Und die Martina hat einen super Trick uns geschickt, indem man nämlich einfach ein Schlüsselband durch die Öffnung der Tüten führt, alle zusammen, und dann das Schlüsselband oben wieder zusammennimmt, also eine Schlaufe daran formt, also beide Hälften festhält, und dann einfach dieses Schlüsselband trägt und da drunten dran in dem Schlüsselband quasi die ganzen Tüten baumeln. Es schneidet dann deutlich weniger ein und man hat nur dieses eine Schlüsselband zu tragen und nicht die ganzen einzelnen Folien, Plastiktüten. Einen ähnlichen Hack hatten wir auch schon mal in der Folge. Das war das direkt Nummer in der ersten? In der ersten direkt, ja. Mhm. Da Hack Nummer 9 war's. Ich finde Martinas Hack aber deutlich cooler, muss ich sagen, weil so ein Schlüsselband hat man deutlich öfter dabei als ein Karabinerhaken in der passenden Größe. Wir hatten damals gesagt, ihr könnt auch einfach so einen Karabiner-Kletterhaken mitführen und dann den durch die Plastiktüten stecken, zumachen und dann einfach den Karabiner tragen, wie so einen Henkel. Aber so ein Schlüsselband finde ich viel, viel, viel praktischer. Und deshalb hat Martina jetzt den Schlüssel, den Plastiktüten-Trage-Wettbewerb, was Lifehacks angeht, gewonnen. Mhm. Man kann natürlich seine Schlüssel auch an einen Karabinerhaken machen. Aber Martina hat trotzdem gewonnen. Richtig. Und jetzt freue ich mich. Jetzt kommt nämlich das Experiment. Genau. Jetzt kommt nämlich was total Podcast-freundliches. Wir haben uns ein Raschel-Experiment ausgedacht, was wahrscheinlich alle Hörer an den Wahnsinn treibt, aber das soll ja nicht unser Problem sein. Den sogenannten Raschelwahn. Oh. Gibt's das, Raschelwahn, oder hast du das gerade ausgedacht? Ist das sowas wie Plastikdosen? Achso, ich dachte, ich kannte wieder irgendwas nicht. Soll ich mal rascheln und ihr dürft erraten, was es ist? Fertig geraschelt. Ich habe meins schon zerknüttelt. Ach, du hast schon, okay. Was hast du denn zerknüttelt? Aluminiumfolie. Ah, Metallfolie, so ein Schwachsinn. Ich zerknüttel meine noch. Ich wollte natürlich den Hörern und Hörerinnen da dieses Vergnügen nicht nehmen. Deshalb
Fertig. Toll. Wie ein Silberschatz. Und was habe ich noch? Ein Topf. Ich auch. Erklär doch mal, worum geht's denn hier? Weiß ich nicht. Bist du nicht dran? Haben wir nicht immer zusammen seit 25 Folgen beide das Experiment erklärt? Seit 25 Jahren. Und jetzt muss ich dir das wieder erklären, Helmut. Wenn ihr keinen Topfkratzer habt, es gibt ja so Kratzschwämme, manchmal gibt's die aber auch nicht in eurer Küche vielleicht. Und wenn ihr sowas nicht habt, gibt es vielleicht Aluminiumfolie. Die kann man nämlich auch zerknüddeln und die entwickelt auch eine kratzähnliche Struktur, wenn man sie ordentlich zerknüddelt, also unordentlich quasi. Und die eignet sich dann auch wunderbar, um in Töpfen, ich habe jetzt hier so einen Topf, in dem ein paar angebrannte Reste, warum auch immer, habe ich extra nicht abgewaschen natürlich, sind. Und man kann in dem Topf mit der Folie kratzen. Und dann ist das wie ein Kratzschwamm. Oh, das geht aber gut. Ist das so? Bei mir geht das überhaupt nicht, weil ich die Folie glatt drücke. Ja, ich habe hier noch so ein bisschen Ei drin. Oh, geil. Dann kann man auch an der Folie lecken. Wenn man so Plomben hat aus einem guten Amalgam, dann hat man auch nochmal was davon. Oh, jetzt geht das Teflon aber auch ab. Mein Teflon hat gerade geklingelt. Nee, ist natürlich nichts für beschichtete Pfannen, ne? War nur Spaß. Das ist klar. Habe ich wieder Späßchen gemacht. Kann man sich aber auch wunderbar die Hornhaut von den Füßen mitrubbeln und morgen dann nochmal Parmesan in den Käse, in die Nudeln tun. Ich bin mäßig begeistert. Ich dachte, es geht besser. Irgendwie drückt sich die Alufolie platt und wischt nur noch drüber an den Stellen, wo ich gerubbelt habe und die Kratzigkeit geht verloren. Geht das bei dir besser? Bei mir geht das ganz gut. Natürlich drückt man es durch die Verwendung platt. Muss man vielleicht ein bisschen drehen und dann... Ja doch, aber stimmt, ist weggegangen. Ja doch, ist ein Effekt ist zu erkennen. Nee, können wir gelten lassen. Funktioniert. Ist bestimmt nicht das erste Mittel der Wahl, aber wenn man jetzt mal viel Muße hat, so an einem Sonntag und mal alle Töpfe entkrusten möchte... Lohnt sich vielleicht auch der Gang in den Drogeriemarkt und mal so ein Kratzschwamm-Set kaufen. Aber wenn ihr keins habt und wirklich verbrannte Sachen habt, wir wollen jetzt gar nicht das Fass aufmachen und erklären, wie man noch verbrannte Sachen aus der Pfanne kriegt. Das haben wir auch schon erklärt und werden es wahrscheinlich in einigen zukünftigen Folgen noch erklären. Aber heute ging es um die Alufolie und um den Schwamm. Und ja, ist auf jeden Fall eine würdige Alternative. Ja. Vor allen Dingen, wenn das Salatdressing im Schraubglas festgetrocknet ist, dann kriegt man das auch mit so einem Alu-Knödel wieder raus. Ist auch ein schöner Slogan, oder? Kaidu, eine würdige Alternative. Ja, man kann aus diesen Alu-Knödeln natürlich auch Alu-Pops machen und schön mit Schokolade dekorieren. Die kann man dann in der Reißverschlussdose aufbewahren. Oder mit Windows-Fenstern dekorieren. Oder mit Nagellack fixieren in der Reißverschlussdose. Man könnte auch Styropor noch rundherum machen, damit das Ganze keine Kratzer bekommt. Dann rollt es aber keine schräge Ebene mehr herunter. Dafür kann man dann aber seinen Alltag gamifizieren. Und wenn man das Ganze dann noch in eine Tüte packt, kann man auch ein Schlüsselband drum machen und das durch die Stadt tragen. Oder man kann sich das Ganze als Hologramm im Zentrum einer kleinen Pyramide vorstellen. Ob nur ihr verrückt seid oder auch alle anderen und vor allen Dingen wir, erfahrt ihr auch im Internet. Und darum spielen wir jetzt noch eine Runde Rommé-Schach und verabschieden uns für dieses Mal und freuen uns aufs nächste Mal, wo es wieder heißt. Ben und Kollege Schnupsi begrüßen euch zu Trick 17. Kollege Schnupsi war es gar nicht. Kollege was? Schnipsel? Schnupsel. Kollege Schnupsel, genau. Dann schrauben wir das Glas jetzt zu und schütteln das Dressing. Ich glaube, wir haben eine rekordverdächtig kurze Folge. Wir sind über einer Stunde, das ist mir recht. Gut, alles klar. Es sind ja auch Lifehacks, die sollen ja auch kurz sein. Ja, eben. Wisst ihr Bescheid, ne? Schönen Tag noch bis in Februar, ne? Viel Spaß. Legt euch wieder hin. Gute Nacht. Nacht.